gefährt hat, der uns wirklich das Kerzenlicht und bis jetzt der Attacke aufgehoben hat und dann voll gezündet hat. Also das ist wirklich richtig clever. Das war wirklich toll sogar, ja. Das war wirklich gut. Ja, warum hat er denn noch keinen Windschatten gebraucht? Dann könnte er gleich rüberziehen und halt alles lieber in der Rüberziehung ja gemacht. Uiuiui, das ist verdammt eng. Jetzt zeigt er sich dort. Das ist also das ist Millimeterweise hier, die letzten beiden hier gerade absolvieren. Da geht's wirklich um... Jetzt tut das nochmal außenrum. Jetzt ist natürlich wieder jetzt ist die Problematik mit Kerstin ein bisschen. Wann machst du die Batterie alle? Ui, und nicht nochmal in so einer Aktion wie vorhin zu laufen? Das ist nämlich genau das, was ich eben meinte, wo der Jan da in der Kurve ein bisschen Vorteil hat vom Rausbeschleunigen. Das ist nämlich genau das. Er benutzt wahrscheinlich das Kers eben, dieses punktuelle Kers benutzen, was wir eben ja mal angesprochen haben vorm Rennen. Also, das auf eine schnelle Runde benutzt du das Kers hier punktuell und das macht der Jonathan hier wahrscheinlich eben genau nicht. Hält ihn hier sogar ein bisschen auf, den Jan benutzt wahrscheinlich jetzt. Ja, jetzt noch nicht Kers, wird er noch warten, wahrscheinlich dann in der nächsten. Wenn es jetzt wieder rumgeht. Beziehungsweise genau, richtig. Ja. Zum Beispiel, der Jan scheint es wahrscheinlich dafür, Jonathan für die Konter zu nehmen. Jetzt wäre zum Beispiel Chance. Jetzt muss er das Kers voll reinhauen. Ja, das macht er. Ja, aber der Windschatten ist trotzdem da. Ja, und ja, jetzt ja, ja. Sehen sie wieder zu zweit durch die Kurve. Uiui, wird angesteuert, er fährt rüber und. Ah, der hat sie im Muster, ja. Also die Tür natürlich. Gab es dann eine Berührung? Ja, da gab es einen Berührung. Da muss er jetzt, da ist er links, ganz links außen angefahren, hatte die Kurve, um dann reinzuziehen, um die beste und die perfekte Ideallinie einfach zu nehmen. Und er hat dann einfach gesagt, hey, wenn du nicht bremst, dann. Uiuiui, und da hat's geklappt. Und jetzt ist passiert. Und da hat's geklappt. Ja, du sagst es gerade. Wenn er da reinzieht, kracht's und jetzt. Das jetzt, denke mal, wird ihn jetzt aber vorbeilassen. Und das jetzt ja, einfach nochmal schnell an. Ja, sportlich hier von Jan. Ja, das kann passieren, das kann ich über Runden lang immer gut gehen, diese Millimeter weit, die Beine hier vollführen. Jetzt ist das immer, aber wie weit weg ist, und jetzt versucht er außen reinzustechen, aber ein bisschen verschätzt. Sind die natürlich weg. Aber natürlich fair, also er hat ihn wieder vorbeigelassen, Abstand wie vorhin, das meint, sie haben sich zwar da ein bisschen berührt. Jetzt ist auf jeden Fall Johann Bleckner mit hinten dran, jetzt haben wir da beide Red Bulls von einem Renault, also. Das ist jetzt natürlich eine prekäre Situation für Jonathan an dieser Stelle, weil er hat natürlich, kann jetzt auf keine Schützenhilfe hoffen von Robert, der zwar jetzt da hinhängt, also die beiden Red Bulls mehr oder weniger im Lotus-Sandwich, aber Robert einfach mit viel zu viel Abstand. Ja eben, das da kann ich mir drücken. Jetzt versucht es nochmal innen heraus. Jetzt. Oh, wow, wow, also wirklich vier Runden verschlossen. Jetzt muss er voll ins Kers gehen. Sieht man auch, jetzt aktiviert es, jetzt zieht er auch schon wieder vorbei. Der ist eigentlich auf gleicher Höhe. Uiuiui, das wird jetzt natürlich spannend, hier vorne beim Einbremsen. Wer da irgendwie nachgibt, bleibt der nach vorne? Erstmal, jetzt können vielleicht innen der Korne geben. Nein, macht zu. Nein, das geht nicht. Das geht nicht, ja. So richtig gut. Also, die lassen es hier richtig liegen. Die beiden Jungs sind ja, wie gesagt, müssen jetzt nicht aufpassen. Johann hat fertig. Und jetzt wieder die Stelle. Jetzt ging es außen herum. Das hat er wahrscheinlich schon vorhin versucht. Ja. Außen Wahnsinn, herum und dieses Mal ging es gut. Oh, also wenn der eben nochmal einen Konter gibt. Was ist jetzt die Antwort von Jonathan? Gut, mal, Jonathan hat jetzt ziemlich noch sein ganzes Kerl. Jetzt ist die Frage, wann er das einsetzen wird. Na, jetzt wird es schwer. Jetzt, es ist einfach schon weit weg. Genau, wenn du hinterher fährst, um das Punktfeld einzusetzen, sonst fährt er dir weg. Da vorne macht er weg, das sieht man ja. Also, das Wegfahren ist schon nichts anderes. Ich vermute auch, die Hinterreifen sind bei Jonathan weg. Ja. Das muss schon ziemlich am Ende sein, wenn man jetzt gesehen hat, wie quer er schon rausgefahren ist. Jetzt kommt natürlich schon wieder einer von hinten. Ist ja nicht so, dass er jetzt Ruhe hätte. Jetzt kommt er schon wieder sein. Das ist der Teamkollege vom Jan. Jetzt kommt nämlich der Johann dahinter schon. Genau. Und Johann hat da im Schlepptau, hat er da den Benjamin, ne? Ja. Benjamin ist noch zwei Runden. Ja, da könnte er jetzt vielleicht ein bisschen Glück haben, dass da der Benjamin irgendwie den Johann so ein bisschen aufhält. Na gut, aber Benjamin muss auch noch an ihm vorbei, nicht wahr? Ja, eben. Aber ja. Jonathan muss jetzt hier ein bisschen abreißen lassen. Auf jeden Fall, reifenmordend ist die ganze Geschichte allemal, wenn du da einen Zweikampf hängst und das überrunden. Das geht natürlich nicht, das geht natürlich genauer eben auf die Lebensdauer der Reifen. Und natürlich der Dreher auch, gerade so ein Dreher, da
Ja, wenn sie dann mit der Bremse versucht abzufangen, holt sie dir noch einen Platten, Bremsplatten. Also quasi hast du den Reifen ein bisschen eckig gefahren. Und ja, das wird er jetzt wohl haben an dieser Stelle. Jetzt muss er den Benjamin erstmal vorbeilassen. Ich meine, wenn er clever ist, wird jetzt machen, wird er jetzt innen reinfahren, lässt Benjamin außen vor, ja, das hat ja eigentlich fast nichts an Zeit gekostet. Mhm. Ja, und Benjamin jetzt hiermit also den Fünftplatzierten überrundet, damit nur noch die ersten vier Fahrer in ein und derselben Runde. Genau, und das würde ich sagen, in letzter Runde bleiben wir jetzt mal ein bisschen bei Benjamin. Die haben wir schon das ganze... Ja, ein bisschen unterschlagen. Gesehen. Ja, genau. Du hast absolut recht. Ja, ich meine, der hat auch 43 Sekunden Vorsprung vor Christian Bosch. 43 Sekunden Vorsprung und wie gesagt, selbst wenn hätte Fahrradkette, selbst wenn Christian Bosch da von Anfang an mit da oder nicht in die Box oder hätte fahren müssen, strafbedingt, ein Benjamin hätte es trotzdem, das ist der Mann heute, den es hätte oder den man hätte schlagen müssen, so oder so. Also eher souverän hier, wie er den Ferrari hier an die Spitze gefahren hat und beziehungsweise von Anfang an, ja, mehr oder weniger, wie er ganz souverän seine Runden abgespult hat, immer konstant gefahren ist und das vor allen Dingen schnell. Also für mich ganz klar der Mann des Rennens. Ja, und vor allen Dingen, wie du hast schon gesagt, das wäre richtig schwer gewesen, selbst wenn mit Christian diesen Grafen alles da jetzt nicht passiert wäre, es wäre richtig schwer gewesen an Benjamin, wenn der das Rennen die ganze Zeit diese Zeiten hingeblättert hätte. Mit dieser Konstanz und Fehler, alles mögliche, das wäre richtig schwer geblieben, da dran zu bleiben. Und da muss man wirklich anerkennen, also keine Fehler gemacht, zumindest, wir haben jetzt nichts gesehen, natürlich kann auch sein, dass sich zwischendrin gedreht hat, aber und keine Fehler, fehlerfreies Rennen. Damit verdient Platz 1. Absolut. Wenn wir jetzt hier die letzten Meter sehen, auch das ist ein letzte Gehgerade hier, also die letzten Meter für ihn. Jetzt hier noch einmal in diese Haarnadel da rein und dann geht raus auf Start und Ziel und damit ist es fix. Genau, damit ist er durch. Und da ist sogar noch einer in die Box gefahren da hinten, wenn ich es richtig gesehen habe. Hm. Wollen wir mit Lotus? Gucken wir uns nochmal Platz 2 in Christian Bräuner. Das muss ich wirklich sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf Platz 2 kommt. Ja, Ray Lexus auch. Nach dem dritten Stint, nach dem dritten Stint da jetzt ein bisschen, musste ein bisschen, ja, nachlassen. Da ging es dann nicht mehr ganz mit der Pace, aber trotzdem nicht schlecht für Nieren. Während wir jetzt erstmal jetzt hier Christian jetzt hier durchs Ziel fahren sehen, hervorragende Leistung hier als Zweitplatzierte, da wo er jetzt quasi hatte sich den Platz zurückerkämpft, den er sich schon im Qualifying erkämpft hatte, also super Aufholjagd von ihm nach dem Pflichtstopp, den er da absolviert musste und nach der Zurückversetzung um 10 Plätze. Ja, wo ich mich richtig sehr freue, haben wir eben kurz ein Bild gesehen, wirklich, dass Ray Lexus Platz 3 nach Hause gebracht hat. Normalerweise, also er ist von Platz 2 gestartet, hat jetzt wirklich Platz 3 nach Hause gebracht. Also da freue ich mich wirklich sehr schön, dass er dieses Ergebnis nach Hause fahren konnte. Und dann war er sogar noch der Letzte, der mit Benjamin in einer Runde war, oder war der Jan jetzt noch gar nicht über Start- und Ziellinie? Aber tatsächlich... Nein, er war nur Christian und Ray. Denn mit Benjamin noch in einer Runde, quasi die ersten drei in derselben Runde wie Benjamin, alle anderen eine Runde zurück. Ja, wie vom anderen Stern da... Scuderia Ferrari, Mercedes, GP und Force India, also hier die Top-Teams. Obwohl muss man auch, das darf man gar nicht mal jetzt hier unter den Teppich kehren. Also ich finde trotzdem super Teamleistung hier von Red Bull und von Lotus, die da in den Punkten unter den Top 10 da super Arbeit geleistet haben. Und du hast recht, tatsächlich... Robert Schweder ist da, haben wir da eben noch in seiner vorletzten Runde, beziehungsweise in seiner letzten Runde, weil da ist ja in dem Augenblick Benjamin Kuhl über die Ziellinie gegangen, nochmal in die Box gegangen und ist jetzt Elfter aus den Punkten raus. Ich kann sagen, und, ja, das ist noch ein paar Donuts gefahren, noch ein bisschen schön für die Kamera, sehen wir das wenigstens noch ein kleines bisschen hier. Das finde ich wirklich schön anzugucken, sowas könnte man ruhig noch, vielleicht tut er uns den Gefallen, dann tut es nochmal, nein, fährt er leider doch in die Box. Schade, schade. Ja,
Ja, auch Jan Wenninger, Jonathan Erchin, auch an beide da nochmal ein Kompliment. Als Vierter sagt man dann, ja, der ist dann der erste Verlierer, der nicht auf dem Treppchen, aber das sehe ich gar nicht so. Die haben nach dem Kampf ganz, ganz genau nach diesem tollen Kampf, den uns sie beide abgeliefert haben, also in den letzten 10 Runden, das war wirklich, wirklich ganz toller Motorsport. Feinsten. Da haben sich da auch alle in der Boxengasse eingefunden. Da vorne steht zwar noch einer ein bisschen quer, aber naja. Man hat auch ein bisschen mit dabei. Ja, also, zweites Rennen hier in der Saison. Benjamin Köhler, der souveräne Sieger im Ferrari. Zweiter Christian Brosch im Mercedes GP. Ray Lexus also auf das Podium gefahren in seinem Force India. Vierter Jan Wenninger. Fünfter Jonathan Erchin. Sechster Johann Black. Siebter Thomas Walter. Achter Sergei Dobin. Neunter Timo Mühleisen und die Top 10 komplettiert Nils Weiß. Genau, dann würde ich sagen, wir ziehen uns gleich mal die ersten drei. Ja, und werden die mal noch ein bisschen ausquetschen jetzt. Ich denke mal, du machst dich schon wieder auf den Weg. Genau, ich werde einfach mal jetzt anfangen. Jetzt brauche ich ja nicht mehr fragen. Jetzt sind sie ja fertig mit Rennen. Jetzt ziehst du einfach. Jetzt ist mir egal. So, zack, da bin ich eiskalt. Genau, ja, deswegen können wir uns wenigstens noch ein kleines bisschen mal die Strecke anschauen, wie schon vorhin, können wir dann ein bisschen durchschauen. Und jetzt kommst du, jetzt fliegst du schon alle drei bei uns hier rein, oder fast alle drei, ich glaube zwei sind erst da. Ja, ich war jetzt einfach mal so frei und habe euch einfach so jetzt einfach mal hier in den Raum gezogen. Entschuldigung, wenn ich da jetzt eure Gespräche unterbrochen habe damit. Also die ersten drei Platzierten haben wir jetzt also hier in der Box und jetzt wird's hier, na gut, die Hard Disk trockt der offene Tür in der Moderatorenkabine. Kein Problem. Wollen wir einfach mal das Interview beginnen und zwar mit dem drittplatzierten Ray. Hallo Ray, hörst du? Hallo, jo. Hi, super. Formidables Rennen, dritte Position. Erzähl mal, wie war das Rennen aus deiner Sicht? Das war anstrengend. Ja, also mit mehr habe ich gar nicht gerechnet. Also ich habe am Anfang gedacht, das wird so um Top 10, so 8er oder 7er, weil meine Zeiten im Training sehr miserabel waren. Und ja, Glückwunsch an Benny und an Christian für den ersten und zweiten Platz. Das war's. Ja. Schon im letzten Rennen Vierter geworden, jetzt Dritter. Was erwartest du dir von China? Ja, also die ersten drei Strecken sind eigentlich meine Hassstrecken, auch China. Und dann werden wir mal sehen, was da so drin ist. Aber hohe Ziele habe ich die Saison eh nicht, weil ich erst ganz frisch dabei bin. Hattest du, warst ja jetzt lange auch noch Zweiter hier im Rennen. Die entscheidende Szene, als Christian an dir vorbeigegangen ist, wie war das für dich? Hast du da gesehen, das konntest du nicht ganz mit? Oder wie war das aus deinen Augen? Warum konntest du nicht mitgehen, die Pace? Nein, ich wusste schon, dass Christian mich noch holen wird. Ich habe auch gedacht, dass Jonathan Erchin mich auch noch holen wird. Anfang des Rennens, weil die beiden oder die drei da vorne eigentlich ziemlich schnell waren im Training und ja, die Pace kann ich überhaupt nicht mitgehen. Da aber allerdings nach dem dritten Boxenstopp, glaube ich, da sah es nochmal ganz gut aus. Nach dem zweiten Stint oder im dritten Stint, da ging es am Anfang noch ganz gut. Waren da vielleicht dann auch die Reifen dann ein Problem? Nein, ich denke, Christian hat mit mir gespielt. Ich weiß, dass er schneller ist. Ich habe das auch schon gemerkt. Als ich mich verbremste, war er wieder weg. Dann kam ich auf einmal wieder ran. Also das war mir schon klar. Da habe ich mir keine Hoffnung gemacht. Alles klar. Ray, hast du vielleicht, der David vielleicht auch, bestimmt vielleicht eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt? Ja, ich bin jetzt eher gespannt, ob Ray glaubt, ob er das nochmal wiederholen kann. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass da ein Force India mit vorn fährt. Kann man dich mal wieder öfter sehen. Ob man das wiederholen kann.
Werden wir sehen. Also China wird es wahrscheinlich ziemlich schwer werden, aber danach die Strecken, die kommen werden, da bin ich zuversichtlich, dass ich da in Top 5 auf jeden Fall mitfahren kann. Okay, das ist prima. Ja, auf jeden Fall. Super Rennen, Ray. Also Glückwunsch für den tollen dritten Platz. Und Dankeschön. freuen uns dann in 3 Wochen, gell? Geht's nach China. Zwei. Und zwei, okay, wir machen nicht die lange Pause, wir machen 2 Wochen. Und dann ja, freuen wir uns, dich wieder dabei zu haben. Kommen wir also zum Zweitplatzierten, der Christian im Dienste von Mercedes GP. Ja. Kurz, wie sah es für dich aus oder wie war das Rennen aus deiner Sicht? Sehr anstrengend. Also bis sich Ray dann überholt hat, war es wirklich sehr anstrengend. Also ich hatte viele Fights, viele unnötige Berührer, die mir ein bisschen die Performance geklaut haben, weil dann halt vieles gelb war im Auto, wo ich dann halt nicht mehr die Zeiten gehen konnte. Allerdings, ja, ansonsten bin ich eigentlich echt sehr zufrieden, dass ich an Benny nicht rankommen würde, wusste ich, weil ich weiß, was er für Rennzeiten fahren konnte und ich war auf einem ähnlichen Niveau, also von daher wusste ich das, aber dass ich Ray kriegen konnte, wusste ich noch und ja, und am Ende habe ich dann ein bisschen Gas rausgenommen und MP runtergeschraubt, um auf sicher zu gehen, dass ich dann auch wirklich den zweiten nach Hause fahre. Wie war das für dich, als du musstest ja am Anfang da 10 Plätze wurdest du nach hinten versetzt? Zusätzlich musstest du einmal durch die Box fahren, also warst da doppelt gestraft, da du ja da schon um deine Pace wusstest, einfach vom Qualifying her. Wie nervös warst du da am Anfang und hast da geglaubt, dass es da, oder vielleicht inwieweit hast du da an dich geglaubt oder nicht an dich geglaubt und an den Erfolg im Anbetracht der Tatsache, dass du ja fast letzter warst dann? Ja, also ich sag mal, der Start war ganz okay. Also ich kam gut weg und konnte gleich ein paar Plätze gut machen. Ich glaube, ich war dann irgendwie auf 9 oder 8, ich weiß es nicht genau. Das war ganz okay und ich hatte mir eigentlich vom Start mehr erhofft, dass ich weiter vorne bin, aber die anderen vorne sind sehr gut gestartet und von daher war es schwierig, da direkt vorzufahren. Aber so im Laufe des Rennens habe ich halt gemerkt, dann auch bevor ich dann die Durchfahrtsstrafe abgesessen habe, dass ich doch recht gut an die anderen noch rankam, also teilweise eine Sekunde, anderthalb aufgeholt habe pro Runde und deswegen, ja, ich sag mal so, ich habe an mich geglaubt, dass ich noch aufs Podium schaffe. Als ich dann hinter Ray war und gesehen habe, dass ich nur noch in Anführungsstrichen, aber 13 Sekunden Rückstand hatte auf Ray, ja, war ich zuversichtlich, dass ich es schaffen könnte, auf 2 zu fahren. Dass es natürlich so schnell ging, damit habe ich nicht gerechnet. Hast du dir vielleicht in einer ruhigen Minute im Cockpit so in einer von diesen beiden langen Geraden, ist dir vielleicht mal durch den Kopf gegangen, was wäre, wenn du nicht zurückversetzt worden wärst? Ja, das natürlich, klar. Also ich Ja. glaube, wenn ein Rennfahrer das nicht macht, dann ist er kein richtiger Simracer, sage ich jetzt mal. Na klar, also ich sag mal, ohne die Strafen hätte ich es mit Sicherheit mit Benny fighten können. Also dann wäre das sicherlich vorne viel, viel enger gewesen, als wie jetzt der Abstand da war. Aber ich meine, gut, sei es drum, ich habe die Fehler gemacht, dazu stehe ich habe die Strafe abgesessen und ja. Und ist das für dich jetzt eine Kampfansage, also in Bezug auf die WM? Na sicher, also ganz sicher. Na sicher möchte ich um die WM mitfahren und ich denke, ich habe jetzt einen guten Schritt getan. Da, durch den Ausfall in Melbourne habe ich jetzt 18 Punkte dazu, beziehungsweise einen fürs Training, also 19 Punkte bekommen und ich denke, so weit weg bin ich nicht von P1. Also na klar, also ich möchte definitiv um die Meisterschaft fahren, ganz klar. Ja, Christian, super zweiter Platz. Herzlichen Glückwunsch von uns an dich. Danke. Und freuen uns natürlich dann auch wieder riesig, dich dann in China wieder erleben zu dürfen. Tolle Aufholjagd, tolles Rennen von dir. Vielen Dank dafür. Und kommen wir nun zum Sieger des heutigen Rennens, Entschuldigung. Ferrari, um das jetzt nicht jetzt hier noch mehr Zungenbrecher. Also super Leistung von Benjamin hier im Dienste
des Ferrari-Teams. Also einen ganz tollen Sieg herausgefahren. Ja, fast schon einsam bist du da vorne weggefahren. Wie war denn das Rennen aus deiner Sicht, lieber Benjamin? Ja, der Start war schon mal richtig schlecht, mit Ansage, könnte man fast meinen, weil ich ja erst gesagt habe, dass es besser wird. Kam auch am Anfang, also die Reaktion von mir gegenüber Ray war, glaube ich, ein Ticken besser, habe ich im Rückspiegel gesehen. Aber dann bin ich ein bisschen zu früh voll aufs Gas, ja, dann hatte ich Wheelspin, konnte noch abfangen und bin als Dritter in die erste Kurve. Ja, da war das Gefühl schon wieder nicht mehr so toll, weil ich wusste, dass Lars Zunker ziemlich schnell vergraden ist. Und den konnte ich dann in Kurve 5, glaube ich, war das, also sehr schlecht rausgekommen. Und aufgrund dafür, dass ich ja Flüge hatte, konnte ich da innen relativ leicht vorbeigehen. Ja, dann habe ich ein, zwei Runden hinter Ray gewesen. Da konnte ich mir aber das Kers auf eine ganze Runde aufsparen und habe das dann auf Start-Ziel komplett benutzt und konnte so auch relativ leicht vorbeigehen. Ja, und ab da habe ich nur noch versucht, immer meine letzte Runde zu toppen, so gut wie es ging. Oh, das also, heißt, du hast also nicht geschont, hä? Nee, ich habe nicht geschont, das Rennen. Bis wann hast du nicht geschont oder hast du tatsächlich bis zum Ende nicht geschont? Vor meinem dritten Boxenstopp, da hatte ich zwei Runden mal ein bisschen weniger, aber sonst bin ich eigentlich immer vollgefahren. Ich nehme an, nach dem dritten Boxenstopp warst du dir auch im Klaren oder ziemlich sicher, dass das Ding heute nach Hause fährst? Ja, also ich konnte mich nur selbst schlagen. Ich habe dann auch beim Rausbeschleunigen habe ich immer sehr aufgepasst, weil das im Training, da sind mir im Training häufig Fehler passiert, aber so. Ja, das Setup war super, kaum Reifenverschleiß gehabt und ja, da war mir eigentlich schon relativ klar, dass das ein Sieg wird, wenn ich keinen dummen Fehler mache. Und welche Lehren ziehst du jetzt aus dem heutigen Rennen für das nächste Rennen in 2 Wochen in China? Werden wir dich ähnlich stark erwarten können? Ja, ich hoffe doch. Die Strecke lag mir eigentlich in letzter Zeit relativ gut. Der Reifenverschleiß ist ähnlich, also denke ich mal, dass man da auf dem Setup, was ich jetzt habe, dass ich darauf aufbauen kann. Und da denke ich mal, dass ich ähnlich schnell sein werde. Ja. Und ja, weiß nicht, der David hat vielleicht noch eine Frage an dich. Nein, ich habe derzeit keine Fragen mehr. Alles klar. Ja, mich wirklich auch nicht, also es war mich auch sehr gefreut. Auf jeden Fall Top-Leistung, Top-Ergebnis an alle drei Fahrer auch. War wirklich von euch ein ganz tolles Rennen. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und wir freuen uns dann, wenn es dann in 2 Wochen heißt, in China sehen wir das dritte Rennen hier. Und ja, dann kann das Rennen, also quasi der WM-Lauf in die nächste Runde gehen. Und wenn das weiter so geht, dann kann ich nur sagen, ja, müsst ihr euch den Termin im Kalender anmerken und rot einmalen. Gott sei Dank, heute mussten wir nicht so früh aufstehen für ein Malaysia-Rennen. Ich hoffe, das müssen wir dann auch im nächsten Mal nicht. Natürlich nicht, denn in 2 Wochen heißt es genau wieder dieselbe Stelle, dieselbe Welle, natürlich auch dieselbe Uhrzeit. Und dann gehen wir in den dritten Lauf. Genau, und das, wie schon gesagt, China ins Reich der Mitte fahren wir dann hinüber. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da Schönes erwartet. Ich denke mal auch, da werden wir einen oder anderen Kollegen, den wir schon heute hier gesehen haben, wieder treffen. Ja, mit Benjamin, mit Christian, ich hoffe auch mit Ray. Und der anderen ist da wieder zu rechnen für den WM-Kampf. Von daher, denke ich mal, gibt es erstmal nichts weiter zu sagen für dieses Rennen, oder Franco? Ich würde sagen, da bleibt kein Auge mehr trocken. Wir haben wirklich ein tolles, spannendes Rennen gesehen. Tolle Überholmanöver, harte Überholmanöver an der einen oder anderen Stelle, muss man natürlich auch sagen. Mit Ellbogen ist heute gefahren worden, aber ganz ehrlich, unter uns gesagt, das macht doch Spaß. Deswegen schauen wir als Zuschauer. Ich weiß nicht, wie es aus der Sicht der Fahrer ist, aber der eine oder andere hat ja heute schon angedeutet. Es wurde natürlich tatsächlich hier mit Ellbogen gefahren, aber es war trotzdem unterm Strich immer fair. Jedenfalls das meiste und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ja, ich würde sagen, Franco Paletti ist draußen, frohe Ostern wollte ich sagen und bis dahin, alles Gute und bis dahin. Genau, also bis dann in 2 Wochen von mir auch einen schönen Start in die Woche und dann bis zum nächsten Mal.